Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 von Return to Moria. Wir haben die letzten Schritte vor uns. Wir haben, genau, die Hochstraße erreicht, da ging es nicht weiter. Hier rundherum haben wir alles abgegrast, alles leer gemacht. Hier habe ich einen Kartenschein aufgestellt, da können wir noch einmal weiter und dann ist, glaube ich, die Brücke dran. Also wir springen mal zu Techers Linie da, zu dem Kartenstein und gucken mal, was der eine Raum da noch hergibt. Und sonst, ja, die Brücke. Oh, ist das dunkel hier. Ja, es fehlen noch zwei Statuen, ganz schlecht, ne? Wo wir die denn wohl herholen? So, hier können wir nochmal durch. Ganz viel erwarte ich eigentlich nicht mehr, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und dann würden wir jedes Mal eines Besseren belehrt. Ja. Da ist eine Kurbel zu reparieren. Hier ist wieder ein Zahnrad zu finden. Noch eine große Schmiede. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Wir können noch eine Schmiede reparieren. Was können wir denn wohl hier herstellen? Auf jeden Fall liegt das Zeug hier ziemlich nah bei, was hier montiert werden muss. Jetzt bin ich echt baff erstaunt, weil, jetzt mal ehrlich, so weit ist das irgendwie nicht auseinander, ne? Du in Schmiede und die andere. Naja. Wir wollen uns mal nicht beschweren. Ich denke mal, wir zerlegen hier erstmal ein bisschen was, dass wir ein bisschen Brennholz haben. Und dann können wir nämlich die Feuerschalen hier mal anmachen, denn. Na. Brauchen wir nicht ganz so im Dunkeln hier rumlaufen. So. Wenn ich schon keine Fackel mehr habe. Ja, so. Das Zahnrad kann man gleich mal mitnehmen. Das war doch hier vorne auch. So ein paar Elemente könnten es noch ruhig mehr sein, oder? Kurbel, Zahnrad, Rohr. Ich meine, im Prinzip tut's das, ne? Bisschen eintönig vielleicht. Könnte ein bisschen mehr Abwechslung haben, aber ja. Andererseits drei Teile mehr. Was wird das bringen, ne? Ich hätte gedacht, da war doch mal. Da muss doch wohl mal eine Treppe gewesen sein, ne? Komme ich da oben hin mit diesem dicken Ding? Nö. Niemals. Und das wird er ja auch immer runterrollen, oder nicht? Hellelele. Gut, dann gehen wir hier hoch. Dann müssen wir uns da. Kann ich. Achso, das ist die Schmiede, die ich da auswähle. So, dann. Zack. Dann werden wir hier mal so ein paar Rampenschritte einbauen. Das geht bestimmt nicht gut, wenn ich das schwere Teil trage. So, zack. Das ist da unten. Nee. Ist aber auch.
Biedendöster ist das. So. Bäm. Hier noch ein Holz kriege. Noch eins mehr. Oh, was ein Aufwand. Gott. Und jetzt hier noch. Jo, jetzt müsste das gehen. Ne, ja, das ist das Rohr. Das geht natürlich nicht. Nein, nein, nein. Mit Profis wird das nicht passieren. So. Dann das Zahnrad und jetzt das Rohr. Mal gucken, wie viel ich da bauen muss. Und dann weiß ich nicht, was passiert. Was will mir diese Schmiede liefern? We got orcs. Hä? Das brauche ich jetzt nicht. Ach, super. Das hat doch gleich auf Anni super geklappt. Selten, selten. Bäm. Die Orks kommen auch schon wieder. Boah. Haben sie mich aber... So. Was kann jetzt diese Schmiede? Rotes Schwert, rote Axt. Was ist das? Boah. Mit Licht der Sonne erstrahlen ließen. Grad 5, die will ich. Zweihändige Axt. Ja, will ich. Dein Eisenfuß trug selbst ein solches Erbstück in die Schlacht. Ja. Und wo kriege ich diese Bart her? Ah. Wieder Sonnenstein, Warquarz, Eisenerz. Drei Sonnenstein für ein Barren. Dann bin ich bei 12. Ich glaube, ich muss nochmal Sonnenstein farmen. Ich muss da nochmal runter und muss das nochmal ein bisschen abgraben. Ja, das finde ich jetzt irgendwie tatsächlich ein bisschen unrund. Ich kann die gar nicht so richtig zuordnen. Also wo, dass das andere so aufbaut, aber dass wir die jetzt gerade gefunden haben. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, weil man einfach was Neues, Tolles findet. Also und Grad 5 Waffen bin ich der Letzte, der sagt, ich möchte... keine Grad 5 Waffe, also das wird mir nicht passieren, aber ja, ja, das passte mir jetzt irgendwie nicht so in den Ablauf. Aber egal, wir werden das auf jeden Fall ausschmieden, da freue ich mich drauf. Na, was ist das für ein dunkler Bereich wieder? Und es geht doch noch weiter, ne? Es geht noch weiter, noch weiter. Unglaublich. Wir laufen hier mal, wir gucken mal. Ist hier irgendwas zu holen? Nein.
Wir sind nicht im Schatten, hier warten wir ganz kurz ab, dann können wir da weiterlaufen, dann haben wir die Ecke erkundet, ohne ewig lange da rumzubauen. Wäre das vorher auch gegangen? Nee, da war der Schatten immer zu schnell, ne? Also ohne die Axt von Durin geht so schnell nicht. Dann wäre man irgendwie immer in Mitleidenschaft gezogen worden. Ah, hier geht's nochmal nach unten. Also bestimmt das noch ein Bereich, um Sonnenstein zu farmen. Gucken, ob es hier wieder einen Runenstein gibt. Aber irgendwie kann ich mit diesen Runenstein nichts anfangen, weil ich die nicht lesen kann, ne? Oder irre ich mich? Nein, hier geht es auch wieder runter. Aber ich sehe keinen Runenstein dieses Mal. So, kommen wir da schnell hin? Aber da oben ist nichts, ne? Okay, damit haben wir es eigentlich erledigt. Vielleicht ist hier nochmal Runenstein unten drin. Würde mich nicht verwundern. Wir müssen ja irgendwie für diese ganzen Ausrüstungsgegenstände auch Material haben. Andererseits kann man das ja auch in einem anderen Spiel nochmal besorgen, ne? So, also hier geht es irgendwie nicht weiter. Damit sind wir eigentlich mit der Zwergenbinge soweit durch. Also, was jetzt nicht gut ist, wir haben zwei von diesen Figurenschreinen nicht geklärt. Also wir da fehlen uns bei beiden Schreinen Figuren. Bei dem letzten hier zwei Figuren, waren ja tatsächlich 12 gefragt. Bei dem ersten Schrein fehlt uns irgendwie noch einer. Direkt beim Eingang in die Zwergenbinge. Die hätte ich gerne. Aber wo sollen die jetzt rumliegen? Die können überall sein. Wir müssten theoretisch alles rundherum zertrümmern und müssten es absuchen. Das kann ich vielleicht mal machen, wenn ich irgendwie einen ganz geruhsamen Abend machen will bei Return to Moria. Dann kann ich da vielleicht auf die Suche gehen. Aber so sehe ich das nicht. Ne, Leute, das tue ich euch nicht an und ich mir jetzt auch gerade nicht, dass ich jetzt hier eine Stunde nach irgendwas suche, was ich vielleicht gar nicht finde. Wir können hier an der Schmiede bauen, wenn wir Material genug haben. Dafür brauchen wir die Barren, haben wir nicht. Gut, so. Wir sind durch. Dann, glaube ich, ist der schnellste Weg hierhin. Obere Rüstkammer. Dann springen wir da mal hin und gucken mal, was wir brauchen, um die Brücke zu reparieren. Also das wäre zumindest jetzt meine Vermutung, wie es weitergeht. Also ich denke, dass das der Weg ist. Dann gehen wir mal zur Rüstkammer und schauen mal rein.
Hunger. Dann nehmen wir doch mal hier unsere einfachen Fleischschäppchen. So ganz viel bringen die dann auch nicht mehr, ne? Vor dem Außenposten in der Zwergenbinge wollte ich eigentlich ja auch noch den einen Drachen besiegen. Das habe ich auch nicht getan. Achso, ich mache keinen Schaden, ne? Genau. Bäm. So. Ach ja, was man so alles vorhat. Das fühlt sich schon so ewig lange her an, dass ich irgendwie hier vorbeigekommen bin. Seitdem ist viel passiert und man hat auch echt viel gemacht so. Irgendwo gibt es noch eine Figur. Oh. So. Das brauchen wir nicht. Adamanthammer, was war damit denn nochmal? Schwarzer Diamant und 80 Adamant. 50, okay. Warum habe ich denn keinen Adamanthammer? Zwergenwerk. Die Gefühle aus Norgrod schenken Khazad-dûm das Vermächtnis des legendären Waffenschmieds Telcha für die damassierte Legierung aus Mond und Sonnenstein. Okay. Nasri, die Klinge des Königs Elendil und das Erbe seines Hauses. Oh ja, ich meine, das ist natürlich jetzt irgendwie, das ist schon was Besonderes. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Da ist es überall nicht mit drin. Ne, das sind die. Was fehlt mir denn da wohl noch? Da ist noch irgendeine legendäre Sache, fehlt noch. Aber den Adamanthammer habe ich gerade nicht irgendwie auf dem Schirm. Hm. 80 Adamant ist ja nicht das Problem. So, was ist denn jetzt das Schnellste? Da habe ich nur ein Lager, kein Kartenstein, ne? Doch, ich habe einen Kartenstein. Adamant? Ja, da muss ich wohl nochmal in mich gehen. So, könnte schneller laden. Mal was ordentliches zu essen gerade schnell machen, ne? Braten, Sachen reparieren. Habe ich noch irgendwie ein altes Werkzeug, was das war? Nee, aber das ist doch Stahl. Scharnor. Ich hab den nicht auf dem Schirm, ich wüsste nicht,
wo ich ihn bauen kann. Das heißt für mich eigentlich, dass ich noch nicht ganz fertig bin. Das heißt, ich komme nicht weiter, bis ich wahrscheinlich die Rezepte abgeschlossen habe. Das könnte ich mir vorstellen, dass mir jetzt einfach eine Figur fehlt für irgendeinen der Schreine und ich in einem dieser Schreine dann, wo ist es da, in einem dieser Schreine das Rezept oder ein, zwei Rezepte noch finde, unter anderem für den Hammer. Vermutung, könnte sein. Hier haben wir in der Zwergenbinge beim Freyas Außenposten noch nicht so ganz zu Ende aufgeräumt. Da nehmen wir uns jetzt mal diesen Drachen vor. The Nazgul's mounts were bred by Sauron from a Shazon? This dragon? Ich glaube, ich habe. Habe ich irgendwie Fleisch und Pilze? Na, wir schlafen einfach. Hab nichts mehr zum Backen hier, ne? Backen und kochen. Aber den einen haben wir noch nicht und den packen wir uns jetzt. Mal gucken. Mal gucken. Da oben irgendwie war der. So. Der sieht schon richtig fies aus, ne? Da habe ich immer noch keinen Rhythmus für diesen Bengel. Hui. Der macht natürlich auch richtig Löcher. Ich auch, ne? Hui, da ist er durch, die Rüstung. Nein! Der ist aber zu schaffen. Der ist aber zu schaffen. Jetzt habe ich natürlich nicht genug Material mit. Habe ich noch irgendwie hier vorne was zum Reparieren? Ne. Also. Den schaffen wir doch. Ha! Da wäre doch wohl gelacht. Kneife noch vor so einem Drachen nicht hier. Vielleicht probiere ich hier mal so ein Piekse aus. Ich weiß nicht, ob der schneller ist. Aber die gelten ja nicht als Tierwesen, ne? Egal, ein Versuch ist es wert. Happen essen, ausruhen. Wir ihn jetzt schon wieder abgebogen. Nö. Ich kann es ja nicht lassen, ne? War ich hier schon?
glaube irgendwie ja. Komme ich denn da hoch? Nein, der sollte springen. Ach, nee. Nö, nö. Hat er nicht. So. Aber hier irgendwie um die Ecke. Jetzt sind wir gleich da. Das ist zu weit, ne? Wieder mal. Ich hoffe, ich habe noch genug Material zum Reparieren hier gelassen. So. Einmal durchrepariert. Und dann wieder hingeflitzt. Ah, Speer getestet. Zack, dann ist der Speer jetzt dran. Ich weiß gar nicht, ob da oben was Großes zu holen ist, aber... Besiegen müssen wir trotzdem. Einfach so aus, ja, aus Verpflichtung heraus, ne? Aus tiefster Überzeugung kann doch hier mitten im Herz dieses, dieser Stadt nicht so ein Drache wohnen. Auf jeden Fall ist der Pizza schneller. Ach ja. Ich habe jetzt da keine Zeit für so eine Diskussion, ob du bessere Waffen haben kannst. Ja, geht doch. Haben wir den nächsten Drachen. Hat der was Schönes? Irgendwie hier bewacht? Finden wir was Tolles? Hat sich das jetzt gelohnt oder war das jetzt hier so eine Nullnummer? Ja. Das war jetzt aber dünn. Also dafür, da unten war ja einer, hier war ein zweiter. Dafür, dass man zwei von den Jungs hier besiegen muss, um dann was? Golderz zu kriegen? Ich finde die kleine Truhe, ne? Das wäre doch jetzt wohl das Mindeste gewesen. Kommt da was? Durchgang? Oder ist einfach Karte zu Ende, ne? Ja. So war. Oh Mann! Ich habe jetzt gedacht, ich werde jetzt unvorstellbar reich. Wenn ich das jetzt wieder kaputt picke, fällt wieder der ganze Laden ein. Ah ne, guck. Der ist schon kaputt.
Was sehe ich da? Was sehe ich da? Da ist doch eine Statue. Techas. Dann fehlt mir von Techas immer noch eine, ne? Eine fehlt noch. 11 von 12 haben wir. Ja, genau das habe ich gedacht. Der große Flächenkollateralschaden. Zwerg auf Suche. Ist hier irgendwie noch was? Da ist doch was drüber, ne? Bin ich denn? Komme ich denn der? Da sind Treppen und so weiter. Das ist schon unglaublich. Da muss ich also auch irgendwie noch hinkommen. Das Eisenholz, das nehmen wir mit. Jawohl, 2 Stück. So. Hey, Junge. Es geht hoch hinaus, ne? Aber kann das denn sein, dass hier nirgendwo das... Ja, da sitzt natürlich wieder einer. Wahnsinnsbefestigung und Ambiente. Kann ich denn da auch noch drauf gucken? Ich glaube schon, ne? Weiß ich immer noch nicht, wofür das jetzt gut war hier, das Ganze. Ich breche da unten wieder durch, ne? Ja. Da habe ich nicht hingehauen. Aber egal. Da ist aber doch das ist. Geht das über Eck? Komme ich da rangesprungen? So. Ach, jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber ich will dahin. Geht die kaputt?
Wirkt irgendwie nicht so, ne? Da kann ich nicht hinspringen. Leider nein. Kriege ich keinen Boden drauf fest. Da ist bestimmt auch gar nichts wieder, ne? Gar nichts ist da oben. Wir hören jetzt auf mit. Und gestehen uns ein. Dass hier nicht viel zu holen ist. Oh, was habe ich gesagt? Ich habe ja was gesagt. Sonst noch was hier? Eine Statue vielleicht, das wäre fein, aber den Gefallen macht uns glaube ich keiner. Ja, das sieht nicht gut aus. Du musst jetzt hier reichen. So, ja. Da sind wir hoch. Ich würde sagen, das war es tatsächlich im Großen und Ganzen. Ich befürchte, wir müssen tatsächlich diese Figuren finden. Vorher kommen wir nicht weiter mit der Brücke. Das ist zumindest meine Vermutung. Und dafür brauche ich die Figuren. Ich wüsste nicht, wo ich sonst die Rezepte herholen soll. Ich habe eigentlich alles. Alle Rezepte zusammen. Kannst du nicht draufhauen, stürzen wir da ja ab. Ne, waren wir. Ein Stein. So Leute, ich glaube. Ab jetzt wird es für euch echt uninteressant hier. Wir haben noch eine Schmiede entdeckt. Ich meine, das ist ja auch noch was. Es gibt noch ein paar Rezepte. Aber im Großen und Ganzen sind, glaube ich, meine ganzen offenen Enden der Geschichte abgearbeitet. Wir fehlen die zwei Statuen. Einmal hier vorne direkt und einmal hier. Takers Linie können wir noch eine abstellen und ich weiß gar nicht mehr, wie diese Linie hier hieß. Da fehlt uns auch noch eine Figur. Die muss wahrscheinlich hier irgendwo liegen. Und wenn wir die haben, kriegen wir vielleicht das Rezept für den Adamanthammer und können die Brücke von Khazad Dûm reparieren. Mehr kann ich mir nicht vorstellen im Augenblick.
werden wir probieren. Sehen wir in der nächsten Folge. Leute, guckt einfach wieder rein. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.